Habt ihr gerade den Titel gelesen? Abbruch unserer Marokko-Reise. In diesem Video wollen wir euch erklären, warum wir uns entschlossen haben, wieder nach Spanien zurückzufahren. Wir hoffen, dass wir es euch relativ gut erklären können. Es gibt einige Punkte in Marokko, die wir mit uns einfach nicht vereinbaren können. Und ein Erlebnis, was uns zum sofortigen Abbruch der Reise bewogen hat. Schaut euch das mal, wie die Kühe transportiert werden. Das ist der Hammer, die armen Tiere. Und das finden wir nicht gut. Und so haben wir auch gerade schon die Schafe gesehen. Und das sind ja hier scharfe Kerne. Also wenn du hier fährst, das ist schon kritisch. Interessant. Offroad-Strecke. Ja, gerade Offroad. Ja, ja. So sauber alles. Tolle Gegend. Tolle Gegend. Das ist unser Übernachtungsplatz für heute. Wir sind total überrascht. Mal gucken, wie es hier aussieht. Mal gucken. Na, dann geh mal rein. Dann gehe ich mal rein. Das war jetzt ein Satz mit X. Der komplette Platz wird renoviert derzeit. Schade, dass sie das nicht im Park von Halt geschrieben haben. Der Weg war nämlich für jetzt umsonst für uns. Das war schade. Ich habe ein bisschen Angst, dass so ein Stromkabel auf meinem Auto landet. War eben schon abgebrochen, was wir gesehen haben. Ja, ich habe schon gesehen. Aber so eine Rundtour, so Marrakesch, wenn man das so sieht, hier auch der Müll, wie gerade links. Dem Streckenverlauf einen Kilometer folgen. Und dann eben dieses Luxusresort, wo wir waren. Also vom Feinsten gemacht, mit riesigem Pool und schöne Grünanlage, Hammam und Massage, alles was es gibt. Nur da gerade renoviert. Das passt irgendwie nicht mehr zusammen. Was das hier ist, weiß man auch nicht. Schwer bewacht. Ach, eine Moschee wahrscheinlich. Ja. Wenn ihr unsere Videos ein bisschen aufmerksamer gesehen habt, könnt ihr erkennen, dass wir einige Sachen schon in unseren Videos kritisiert haben. Aber irgendwann kam der Punkt, wo wir gesagt haben, müssen wir da unsere Lebenszeit verbringen? Das war eigentlich nicht unser Ziel. Und nach Alt-Benadou haben wir entschieden, langsam unsere Rückreise zu beginnen. Aber es greift eins ins andere. Der Hauptpunkt war auch die Müllproblematik. Die haben wir ja schon hinreichend euch gezeigt. Aber wir konnten euch nicht zeigen, wie teilweise die Menschen leben und wie die gesundheitlichen Zustände dieser Menschen sind. In unserem letzten Video ist eine Videosequenz dabei, wo wir einem kleinen Jungen Wasser reichen, Lebensmittel reichen. Den Jungen haben wir nicht gefilmt. Er war ca. 11 Jahre alt. Die kompletten Zähne waren verfault. Insgesamt ein schlechter gesundheitlicher Zustand. Und wir fanden den Jungen ganz alleine vor. Das ist uns mehrfach passiert. Wir standen irgendwo alleine. Und dann kam ein Mensch an, der Hilfe gesucht hat. Ob das jetzt nur uns so gegangen ist, wissen wir nicht. Das konnten wir einfach nicht mehr ertragen, wenn man dann in eine Stadt gefahren ist, wo es alles gab, wenn man Geld hatte. Wir stehen hier auf einem Stellplatz bzw. Campingplatz in der Nähe von Marrakesch. Das ist hier der Spazierweg hier bei dem Campingplatz. Wenn man ein bisschen rausgeht, ein bisschen meine ich so 10 Meter, dann sieht es leider so aus. Und da ist es hier noch relativ gut, ne? Ja, sieht sogar noch recht gut aus hier. Das wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten, deswegen zeigen wir das auch. Aber wir haben aus Berichten von anderen Reisenden gehört,
dass die Jugendlichen leider auch den Müll einfach hinschmeißen, auch am Strand hinterlassen, wenn sie da sitzen und feiern. Und die Erwachsenen das eigentlich deckeln. Und die Erwachsenen sagen, das deckeln, ja. Genau, wird ja aufgeräumt, aber das stimmt ja auch nicht. Ja. Wenn man dann sich mal die Strände anschaut, sieht genauso schlimm aus wie hier fast. Ja. Sind auch echt sehr wenig Deutsche, ne? Kannst du an einer Sind wenig Deutsche hier, es sind sehr viele Franzosen hier. Was nur Franzosen? Belgier, Slowenen. Einer. Ja. Und Deutsche sind wirklich nur eine Handvoll mit uns. Ja. Naja, ist vielleicht auch die Jahreszeit gerade. Ja. Und jetzt fahren wir weiter. Jetzt fahren wir weiter in Richtung Casablanca. Schafe auf dem Dach vom Dudo. Hast du es gesehen? Ja, ja. Ja, also wir hatten eben wirklich unseren Spaß hier. Und der meint jetzt echt, der kommt nah, hat er selber gemerkt. Ja, der wollte eben noch an dem anderen LKW vorbei, das hat nicht so ganz gepasst. Das war ein bisschen breit. Also, ist ja schön, dass er es gemerkt hat. Die fahren sehr, sehr aggressiv hier. Ja, wir nehmen keine Rücksicht, also muss man wirklich sagen. Nicht mal auf so arme Touris wie mich. Ja, genau. Also die machen keinen Platz, gerade vor allem die mit den größeren Fahrzeugen. Die fahren am schlimmsten. Nicht die LKW-Fahrer. Nicht die LKW-Fahrer, sondern mit den größeren PKWs. Genau. Also das ist krass. Jetzt haben wir zum Glück noch 26 Kilometer, haben wir es geschafft. Das ist jetzt gerade unser Weg zu unserem nächsten Platz, wo wir übernachten wollen. Und das ist hier direkt in der Nähe von Casablanca. Ja, wir fahren weiter. Wir sind ja hier, wollten hier zu unserem Stellplatz fahren, aber schon die ersten Meter hier rein haben wir gesehen, dass da am Strand zwei junge Frauen angefallen wurden von der Rudelgruppe mit Hunden. Und denen ihr Hund wurde geschüttelt. Und der kleine Hund von denen wurde geschüttelt. Die sind ins Auto geflüchtet. Ob der noch lebt, wissen wir nicht. Konnten wir leider auch nicht eingreifen. Hier reinfahren, denen helfen sollen. Die sind echt ins Auto geflüchtet, die zwei Frauen eben. Echt? Ja. Was soll ich denn machen, Andi? Ja, wir hätten mit dem Auto einfach da hinfahren können und da die verscheuchen können, die Hunde. Da stehen sie überall, die Hunde. Überall. Ach du Scheiße. Ich habe das eben richtig gesehen. Die hatten, glaube ich, die waren da, glaube ich, mit einem kleinen Hund gewesen und der eine hat den voll gestampft und geschüttelt. Boah. Ohne irgendwie gleich zu beschnappen. Halt, ne? Ja, die töten den aber. Ja. Das
Das Ganze hier in einer retortenmäßig aufgezogenen Wohnanlage, wie ihr seht. Alles im ersten Moment tippitoppi und auf der anderen Seite hier schlimme Zustände. Wir fahren jetzt weiter Richtung Tanga und versuchen jetzt irgendwo einen Freistehplatz zu bekommen. Wir hatten uns über Park4Night im Ort Tamaris in der Nähe von Casablanca einen Stellplatz herausgesucht. Allerdings war die Fahrt dorthin für uns sehr anstrengend, da wir Situationen erlebt haben, die wir euch jetzt hier nur teilweise zeigen können und uns dazu bewogen haben, relativ zügig Marokko zu verlassen. Station kommen, dann stehen wir öfters mal, bis wir durchkommen. Eigentlich wollten wir ja heute nach Spanien zurückfahren, aber wie ihr seht, es hat ganz schön geregnet und stürmt. Deswegen verschieben wir unsere Abreise um einen Tag. Morgen soll es ein bisschen besser werden. In Tarifa haben wir Windböen zwischen 8 und 9, haben wir gehört. Von daher sitzen wir das Wetter aus und bummeln hier noch ein bisschen durch Asila. Wenn ihr hier in Asila seid, gibt es direkt an der Medina einen Parkplatz. Ich habe gelesen, soll 40 Dirham kosten. Ich zeige es euch gerade mal. Ist jetzt gerade nicht viel los. Und von hier aus kann man dann direkt seinen Ausflug machen, wenn man möchte. Nicht schlecht. Da es nicht aufhört zu regnen, werden wir doch noch mal an den Platz wechseln hier in Asila und fahren jetzt auf den vorhin gezeigten Stellplatz direkt an der Medina. Da ist es zumindest nicht so matschig wie jetzt hier auf dem Campingplatz. Da kommt auch schon die Allah. Und da es heute weiter regnet, wird es hier nicht besser auf dem Platz. Wasserpfützen werden leider immer größer. Na, Alla, willst du immer noch Fähre fahren? Nee, ich warte bis morgen. Warum denn? Ach, nur so. Mir gefällt es in Marokko so gut. Ja, ist auch schön hier, gell? Ja. Auf jeden Fall. Scheint jetzt hier die Sonne. Auf jeden Fall ist es eigentlich ganz schön warm, ne? Ja, aber der Wind, der ist heftig hier. Also es war gut, dass wir einen Tag die Fährfahrt verschoben haben. Die Wellen werden immer höher, wenn man hier draußen aufs Meer guckt. Wir parken ja hier gerade hier vor der Medina in Asila, auf diesem bewachten, Anführungsstrichen, Parkplatz. Und eben gerade haben sie versucht, unsere Benzinkanister zu klauen. Anschluss zum Glück gemerkt, wir haben jetzt gerade kurz vor 10 Uhr, also 22 Uhr. Wir hatten schon hier ein komisches Gefühl, aber da es so stark geregnet, haben wir den Campingplatz verlassen. Das war so vermatscht dort. Aber wir sind hier auf einem bewachten Parkplatz. Aber wir sind hier auf einem bewachten Parkplatz, aber hier ist bewachtet keiner was. Also 50 Dirham bezahlt und naja. Das kommt in unseren Videos zur Sprache und nur mal so als Info, passt auf eure Sachen auf. Die haben versucht, ob die Schlösser fest sind. Wir haben recht gute Schlösser und das System, was wir hier auch montiert haben, ist nicht so einfach zu knacken. Aber trotzdem, wenn sie nachher was beschädigen, ist es umso ärgerlicher.
Ja, jetzt zeige ich euch mal, was sie versucht haben hier. Das habe ich nicht angefasst. Wir haben hier dieses Schloss hochgedreht, die Öffnung von dem Benzinkanister, von der Halterung. Und haben natürlich versucht, hier dieses Schloss zu knacken. Aber das sieht noch gut aus. Ja, das haben sie anscheinend genau im richtigen Moment reagiert. Es ist noch zu. Und hier oben. Das war wieder mal ein Schreck hier. Das war der Abstoß in Marokko. Das war natürlich nicht so schön. Und eben gerade wollte ich mit Elmi Gassi gehen. Bin hier vorgelaufen. Und hier links, hinter diesem Haufen, liegt eine ganze Hundemeute. Und kam natürlich dann auf Elmo zu. Das macht natürlich keinen Spaß. Ist gefährlich. Schreibt uns doch mal unten rein, wie habt ihr das gemacht, wenn ihr hier in Marokko wart mit den Hunden? Hattet ihr auch solche gefährlichen Situationen? Wie seid ihr damit umgegangen? Gebt doch mal ein paar Tipps. Das ist jetzt unser Abschied aus Marokko. Morgen fahren wir nach Spanien zurück. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, einfach stellen. Wir versuchen alles zu beantworten. The evacuation points are located as shown with arrows. Perfekt. Das Wasser ist total ruhig. Perfekt für uns. Ja, wenn man sich überlegt, dass es da gestern so stürmisch war, wellig. Hoffen wir, dass wir eine ruhige Überfahrt. Keep your voice straight and hold on to the side. Thank you for your attention.